Das Osterfest steht vor der Tür und dieses Jahr, ja, es wird alles anders sein. Sie wissen ja, die Pandemie kennt keine Feiertage. Wenn Corona ist, fallen Feiern aus. Außer Karneval im Rheinland. Das konnte man nur wirklich nicht absagen. Da hat das Virus gern mitgefeiert, aber viele hatten ja auch Masken. Ostern feiern wir in der Isolation noch. Es gibt ja gerade ein zartes Pflänzchen der Hoffnung, dass die Maßnahmen eventuell dann doch nach Ostern irgendwann gelockert werden könnten. Aber an den Feiertagen ist nach wie vor Lockdown. Was machen wir also? Wir ziehen uns unsere Festtags-Jogginghose an. Und was dann? Ich werde schön in die Metro fahren, werde mir einen Lammbraten holen und werde ihn alleine essen müssen. Traurig, oder? Aber Essen ist ja oft das Einzige, was einem einfällt als Beschäftigung in diesen Zeiten. Aus der Not heraus, oder was machen Sie so? Aus der Not heraus tatsächlich kochen, 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 was wir schon seit Wochen machen, kochen, kochen, nochmal kochen und keine Ostereier suchen, nischt. Nischt. Ja, nicht. Alles anders als sonst in diesem Jahr. Normalerweise besucht man die Schwiegermutter und versteckt die Eier. Dieses Jahr versteckt man sich vor der Schwiegermutter und die geht einem nicht auf die Eier. Ich meine, es hat ja auch Vorteile. Die Gläubigen können nicht in den Kirchen zusammenkommen. Das ist wirklich tragisch, muss man sagen. Das ist dramatisch. Das gab es noch nie. Es muss Distanz gewahrt bleiben. Auch hier in Panama segnet der Erzbischof die Menschen jetzt tatsächlich aus einem Helikopter. Wirklich wahr. Und ich habe gehört, der Papst testet auch bereits Möglichkeiten, das Weihwasser über die Distanz hinweg an die Gläubigen zu bringen. Aber Gemeinschaft, Geselligkeit jetzt im eigentlichen Sinne, all das bleibt gerade auf der Strecke. Hier das letzte Abendmahl. So war es damals. Jesus mit 12 Aposteln, ohne Mundschutz, mit Essen und Trinken. Wäre damals Corona-Pandemie gewesen, hätte das so ausgesehen. Keine Gäste, kein Brot, kein Wein, nur heiße Tasse und Netflix. Wie das Osterfest dieses Jahr trotzdem schön werden kann, verrät Ihnen und mir unser Osterexperte Heinz Strunk. Ostern 2020 heißt erfinderisch sein. Statt Osterfeuer Elektrokamin, statt Osterspargel Schwarzwurzeln, statt Osterhase Wackeldackel. Wenn die Eier schon ausverkauft sind, bemalen sie Atemmasken. Die Kiddies finden's toll. Apropos Eier, die kann man auch in der Wohnung verstecken. Sehen Sie es so, Corona-Ostern kommen vielleicht niemals wieder. Genießen Sie also die Zeit. Zu Hause bleiben, WhatsApp schreiben. Endlich mal ohne schlechtes Gewissen bei gutem Wetter Fernsehglotzen. Über die Feiertage gibt es ein tolles TV- und Streaming-Angebot. Hier ein paar Highlights. Auf Arte das spanische Drama Der Biss des Zahnlosen. Im NDR Fernsehen pünktlich zum Frühling eine witzige Gartenkomödie. Vom Wichsgriffel zum grünen Daumen. War ein steiniger Weg zum Hobbygärtner. Und, was immer geht, die lange Nacht der Schwertransporte. Oder mal wieder was lesen. Das Sachbuch Die Geschichte der Amateurfotografie verspricht Hochspannung pur. Oder der Börsenratgeber, welchen Aktien kann ich noch trauen? Mein Tipp, investieren Sie in Alkohol. Wo sonst gibt es 40%? Haha, kleiner Scherz, Spaß muss sein. Denn Lachen ist in diesen Tagen systemrelevant. Womit wir zu einem unerfreulichen Aspekt kommen. Pünktlich zu Ostern kursiert nicht nur ein neuartiges Virus, sondern auch ein neuartiger Begriff. Virenappetit. Kennen Sie das? Zwischen zwei Telefonaten im Homeoffice noch ein Häppchen, abends im Heimkino noch ein Snack und dazu ein Gläschen oder drei? Süßes als Trost, Fettes gegen Langeweile, Salziges gegen Verzweiflung. Topwitz, von 0 auf 150 in einer Sekunde steigt er mal auf die Waage. Ha! Heißt, exponentiell entwickelt sich nicht nur die Kurve, die Curve, sondern auch der Bauchumfang. Halten Sie dagegen. Jogging, Homefitness und Yoga. Zum YouTube-Renner entwickelt sich gerade die Übung herabschauende Herrentitten. Übrigens, Corona-Helden, den niemand applaudiert, Laubbläser, das finde ich schade. Wie ist nun der Ausblick auf die Zeit nach Ostern? Man kann nur hoffen, dass nicht auch der Pfingstspatz in Quarantäne geht. Ansonsten dürfte in diesem Jahr die Vorfreude auf die Weihnachtszeit besonders groß sein, da wir dann auch endlich mal wieder zum Friseur gehen dürfen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Feiertage.